Im folgenden Intro beschäftige ich mich mit der Frage, warum immer wieder für eine Öffnung von Schule für informelle und nonformale Bildungsprozesse plädiert wird. Einsteigen möchte ich mit einem Zitat der sogenannten Fauré-Kommission der UNESCO aus dem Jahr 1973. Diese beschäftigt sich mit Zielen und der Zukunft von Erziehungsprogrammen. Dort heißt es, 70% des Wissens und der Kompetenzen werden vor allem durch nonformale und informelle Bildungsprozesse erworben. Das heißt, ein Großteil des Wissens, der Fertigkeiten und Kompetenzen wird außerhalb etablierter Lernstrukturen gelernt. Also nonformal oder informell. Was heißt das? Informell heißt zum Beispiel Lernprozesse, die in der Freizeit vonstatten gehen, in der Familie oder auch bei der Aushilfe im Jugendclub. Lernen ist hier nicht beabsichtigt, findet aber trotzdem statt. Nonformales Lernen vollzieht sich in planvollen Tätigkeiten, zum Beispiel in Vereinen, in der Zivilgesellschaft oder bei ehrenamtlichen Tätigkeiten. Es wird aber nicht explizit als Lernen bezeichnet. Dennoch beinhaltet es ein ausgeprägtes Lernelement und wird deshalb auch als halbstrukturiertes Lernen bezeichnet. In Bezug auf Bildungsabschlüsse lassen sich formales, nonformales und informelles Lernen wie folgt differenzieren. Formale Bildungsprozesse sind ausgerichtet auf standardisierte Bildungsabschlüsse, also zum Beispiel das Abitur. Nonformale Bildungsprozesse aber sind durch Freiwilligkeit der Teilnahme gekennzeichnet und eben ohne unmittelbare Kopplung an Bildungsabschlüsse. Informelle Bildungsprozesse verlaufen nebenbei und sind überhaupt nicht auf irgendein Lernziel abgestimmt. Schon 2002, also kurz nach PISA, in den sogenannten Leipziger Thesen, formuliert das Bundesjugendkuratorium eine gemeinsame Erklärung, in der es unter anderem heißt, Bildung ist mehr als Unterricht und Lernen ist mehr als Schule. Das heißt, Bildung wird hier als ein umfassender Prozess gesehen und wahrgenommen. Es geht zwar auch immer um die Entwicklung und Entfaltung von Fähigkeiten, Wissen und Kompetenzen, aber es geht auch um das Entwickeln von Leistungspotenzialen, um Handlungsstrategien, um die Problemlösungsfähigkeit und um das Gestalten von Beziehungen. All das ist nicht allein die Aufgabe von Schule, sondern solches Lernen findet auch in Familien, Kitas, bei der Jugendarbeit und in der beruflichen Bildung statt. Auch wenn Schule immer noch einen zentralen Stellenwert hat, was Lernen betrifft, geht Bildung jedoch weit über Schule hinaus. So formulierte auch schon die Fauré-Kommission in den 70er Jahren, dass sich Schule mit informellen und nonformalen Lernstrukturen sehr viel stärker verbinden müsste. Es müssten Zusammenhänge gestiftet werden zwischen dem Lernen, das Menschen sowieso vollziehen, dem Erfahrungslernen und einer systemischen Bildung. Das heißt, Lernen außerhalb der formalen Bildungsinstitutionen wie Schule oder Universität müsste sehr viel stärker in den Blick genommen werden. Dazu gehört auch, andere verschiedene Ebenen zu reflektieren. Zum Beispiel, wie und auf welche Weise eigentlich Kompetenzen außerhalb von Schule, Universität und anderen Bildungsinstitutionen erworben werden. Aber auch, wie sich neuartige Lernweisen in Institutionen wie Schule integrieren lassen, um Lernprozesse dort auch zu verbessern. Dabei ist auch ein Umdenken erforderlich. Bildung und Lernen bezieht sich weniger nur auf formal erworbene Abschlüsse. Wichtig ist es anzuerkennen, dass neben institutionalisierten Bereichen eine Vielzahl von Lernfeldern und Formen existieren. Schließlich spielt es auch eine Rolle, auf gesellschaftliche Veränderungen und Herausforderungen zu reagieren. Zum Beispiel auf neue Bildungs- und Lernmöglichkeiten im digitalen Zeitalter, aber auch eine Wahrnehmung der breiten Struktur nonformaler Bildungsträger. Und nicht zuletzt, was immer noch eine zentrale Herausforderung für das deutsche Bildungssystem ist, die Abhängigkeit von Bildungserfolgen vom sozialen Status des Elternhauses. Gerade vor diesem Hintergrund ist es zentral, die Teilhabechancen aller Kinder und Jugendlichen zu sichern und auch zu verbessern. Das heißt, diese gezielt zu fördern, und zwar auch in den Familien und den verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe und der beruflichen Ausbildung als Orte von Bildung. Als Beispiel zu nennen ist hier die Bildungslandschaft von Ashda, wo sich halt die drei Formen des Lernens miteinander verschränken. Das heißt, die Eingebundenheit von Ashda in formale Bildungsprozesse durch den Besuch der Gesamtschule, dann Lernprozesse nonformeller Art, wie durch den Besuch von Sportvereinen, Jugendtreffs, der Musikschule oder der Moschee. Und schließlich geht es um die Eingebundenheit in informelle Bildungsprozesse, zum Beispiel durch Kinobesuche, Peergroups, Familie, Club oder soziale Netzwerke im Internet. Insgesamt sollen ungenutzte Potenziale genutzt werden, die außerhalb der formalen Bildungsinstitutionen erworben werden. Diese sind wenig anerkannt und werden selten aufgegriffen und sind auch selten im Bewusstsein von Schule verankert. Das heißt, eine Öffnung von Schule für formale, nonformale und informelle Bildungsprozesse ist hier notwendig.
Und zwar im Interesse von jungen Menschen und auch im Kontext zunehmender Vielfalt, um umfassende Bildungsprozesse gestalten zu können, zu ermöglichen und diese auch anzuerkennen.